Ja, du hast gerade gesagt, ich soll sagen, das ist meine neue Bräurosl. Nein, die Bräurosl ist für alle da. Ich bin nur der Wirt und ich habe jetzt eine tolle Aufgabe, dass ich das wunderschöne Wirtshaus sage, so bespiele, dass ja jeder einen Spaß hat, da hineingeht und sagt, Mensch, was ist ein schöner Abend. Das ist jetzt mein Ziel, das sind jetzt meine 17 Tage. Wunderschönen niegelnagelneuen Bräurosl. Wir feiern heute das Richtfest, das Handwerkeressen, so wie es ist gehört. Eine schöne Brotzeit, ein gutes Hackerbschor Oktoberfest. Wir und jetzt freuen wir uns auf den Samstag. Wir fiebern alle schon auf 12 Uhr Mittag aufs Ozapftis und auch wünschen wir uns alle eine schöne, eine friedliche, erfolgreiche und eine gesunde Wiesn. Ozapftis! Begrüße ich euch ganz, ganz herzlich hier in unserer wunderschönen neuen Bräurosl zum Liebfest, zum Handwerkerfest, zum Aussitzen. Bevor ich gute Ahnung bis zwei Stunden über die Geschichte der Bräurosl referieren werde, machen wir das Wichtigste. Was wäre ein Zelt ohne unsere Handwerker, die in den letzten Wochen und Monaten gekämpft haben? Jeden Tag machen wir einen großen Applaus. Ja, es ist schwierig, was von Zelt Brauerei aufgeritten mit einer Maske in der Hand.
ja, warum wir so viel mit dem Pferd zu schauen. Aber sie hat die Wahl der Musikhörer gewonnen. Wir gratulieren euch von ganzem Herzen von München, unserer Bräurosl 2022. Herr Griebel, gefällt es Ihnen auf der Wiesn? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe vorher gesagt, das Ding müssen wir mal laufen. Da haben wir viel früh schon halb stehen, andere hat es auch viel früh stehen. Dann haben wir halt einmal vorgeglückt. Gell? Und das war so schön. Und jetzt muss ich es halt umgeschlagen. Habe ich geschwappt, das gleich. Was so schön.